Grüß Gott, ich bin der Freudling von der Firma Grovi und ich möchte euch heute meinen Grovi Waagerechtspalter vorstellen. Das ist ein GSW 30F ZW3P Turbo. Wir haben hier eine Dreifachflüsterpumpe. Das macht die Maschine richtig schnell. Dann haben wir hier die Bedienelemente. Die Zweihandschaltung ist für den Spaltzylinder. Sobald man loslässt, fährt der Zylinder wieder auf seine Ausgangsposition. Wir haben hier den Stammheber und die Spaltkreuzverstellung. Und der Stammheber kann auch umgestellt werden zum Hochklappen von der Sägeeinheit. Die Sägeeinheit hat 5 Stachelwalzen, 4 fest und die 5. kann man hydraulisch 1,5 Meter verstellen, zusammen mit dem Querförderer. Darum ist es möglich, dass man 2 Meter Stücke, 3 Meter Stücke, 4 Meter, 5 und 6 Meter Stücke verarbeiten kann. Von einem Durchmesser bis 85 cm. Wir können die 2 Züge vom Querförderer 1,5 Meter zusammen oder auseinanderfahren. Hier sind die Bedienelemente für die Sägeeinheit. Der linke Hebel, das sind die Stachelwalzen vor und zurück. Und herziehen ist der Niederhalter ab und auf zusammen mit der Säge. Und der Knopf oben ist zum Starten von der Säge. Auf der rechten Seite haben wir die Anschläge, die hydraulischen Anschläge. Wir haben hier den Anschlag und für den letzten Meter haben wir gegenüber nochmal einen Meter Anschlag. Das ist der Gegenanschlag. Und wenn man den Anschlag ganz rausfährt, dann kommt der hoch und dann kann man die letzte Stück wieder anfahren und die Übergröße von 2, 3, 4 cm absägen. Wenn man den Hebel zu sich herzieht, kippt der Tisch auf und das Holz fällt hier in den Spaltkanal rein. Wir haben hier unsere ergonomische Übergänge. Da gibt es keine Ecke, keine Kante. Das ist von Grovi erfunden worden, dass man das Holz vom Bedienpult aus zurückziehen kann. Von der linken, hier von der rechten Spaltkreuzhälfte. Hier ist noch der Sägedruck, wie fest die Säge auf das Holz drücken soll. Die Maschine liegt bei fast 40 cm pro Sekunde Spaltgeschwindigkeit. Wir haben einen Ölkühler, der ist hydraulisch angetrieben. Mit dem Rücköl treiben wir den Ventilator an. So braucht man nur Strom für Start von der Säge. Für die Transportstellung auf der Straße kann die Sägeeinheit hydraulisch hochgefahren und die Querförderer zusammengeklappt werden. So haben wir ein Transportmaß von 2,55 Meter Breite und knapp 6 Meter Länge, eine Transporthöhe von 2,80 Meter. Diese Maschine ist der Traum von jedem, der Meterholz macht. Die Länge vom Meterholz ist exakt wegen unseren festen Anschlägen. Das ist überhaupt nicht gefährlich mit der Motorsäge arbeiten. Da kann man sich verletzen oder die Säge kann es einklemmen oder man kann den Boden sägen und die Kette ist stumpf. Und wir haben auch den Stammheber, mit dem wir noch größere Sachen, wir können bis 85 cm absägen. Und mit dem Stammheber ist es natürlich auch möglich, über einen Meter zu spalten. Entscheidet ihr euch für Grovi.